Die weltweiten Lieferengpässe werden langsam aber sicher auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sichtbar. Zum Beispiel, wenn sie gerade eine neue Spülmaschine brauchen und im Elektrofachmarkt vor allem leere Regale vorfinden. Im Einzelhandel klagen laut einer Studie des IFO-Institutes inzwischen 3/4 aller Geschäfte über zu späte oder ausbleibende Waren. Und das gilt nicht nur für Elektrogeräte oder Autos, sondern auch für ihre Kleinversionen im Spielzeugladen. Gas geben auf der eigenen Autorennbahn. Das steht vielleicht nicht nur bei dem ein oder anderen Kind auf dem Wunschzettel. Aktuell sind die Regale im Mainzer Spielzeugfachgeschäft von Friedrich Demmler noch ganz gut gefüllt. Doch nicht jedes ferngesteuerte Auto wird auch noch kurz vor Weihnachten vorrätig sein. Ich hätte gedacht, dass der so gut reagiert. Es fängt schon an, dass das eine oder das andere rausverkauft ist. Und da gab es in den früheren Jahren weniger Nachlieferprobleme, sondern da haben wir ein logistisches Problem. Zum Teil, dass die Ware nicht mehr vorhanden ist, weil sie aus Fernost bei technischen Produkten nicht beikommt. Zum anderen, weil sie jetzt Richtung Weihnachten auch die innereuropäische Logistik immer mehr in die Knie geht. Auch in anderen Regalen des Spielzeugladens gibt es erste Lücken. Und nicht jede Puppe mit jedem ganz speziellen Kleid wird hier noch kurz vor dem Fest stehen. Davon geht der Mainzer Geschäftsmann aus. Und Nachbestellen gehen nicht von heute auf morgen. Also zum Beispiel Made in Germany gibt es auch Puppen. Da haben wir ein bisschen ein Logistikproblem. Aber das hält sich noch im Rahmen mit 10, 20 Tagen. Hingegen bei den Fernost-Produkten, wenn dort die Lager leer sind, da weiß man auch im Augenblick gar nicht, was nachkommt. Im Elektrofachgeschäft ein paar Kilometer weiter sind die Lieferengpässe längst unübersehbar. Unternehmer Michael Bauer ärgern die Lücken in seinem Sortiment. Extrem lang seien aktuell beispielsweise die Lieferzeiten für Spülmaschinen. Das macht sich insofern bemerkbar, dass wir halt auf individuelle Kundenwünsche nur bedingt eingehen können. Also in der Regel sind wir nur lieferfähig für die Ware, die hier sich im Lager befindet. Alles, was bestellt werden muss, dauert in der Regel relativ lange. Und ja, wenn zu Hause die Spülmaschine ausfällt, ist der Kunde im Normalfall nur ungern bereit, da längere Zeit darauf zu verzichten auf sein Gerät. Die Lieferschwierigkeiten betreffen hier nicht nur Küchengeräte. Auch wer überlegt, an Weihnachten ein Smartphone, Laptop oder Drucker zu verschenken, hat nur eine begrenzte Auswahl. Wir kriegen momentan kaum Laptops oder Tablets. Drucker sind so gut wie keine lieferbar. Monitore fehlen uns und die ganzen Zubehörkomponenten. Und das wird sich im Laufe der nächsten Wochen wahrscheinlich noch eher verschärfen. Das ist im Moment so für uns die Herausforderung. Wir sind permanent auf der Suche nach verfügbaren Angeboten. Zurück in den Spielzeugladen. Gesellschaftsspiele brauchen zwar keine Elektrochips, aber sie bestehen zu einem großen Teil aus Papier und Karton. Auch das sind aktuell knappe Rohstoffe mit Folgen für den Spielzeughändler. Ich habe jetzt eine Absage von einem Verlag, und zwar das Mind City Memo. Das wird erst im nächsten Jahr produziert, weil partout die Druckerei das Papier nicht mehr in Lotte reinbekommt und auch die Kartonage nicht mehr zur Verfügung ist. Auch wenn die Auswahl im Spielzeugladen von Friedrich Demmler aktuell noch groß ist, der Geschäftsmann empfiehlt, wer einen ganz bestimmten Kinderwunsch erfüllen will, sollte in diesem Jahr früher als sonst auf die Suche gehen.